Hallo Mitspieler, mein Name ist Hallo Riot und ich begrüße euch zur 23. Episode dieses Empyrean Galactic Survival Let's Plays. Ja, heftiger Tag. Jetzt ist es 10:30 abends, spät abends, und ich wollte anfangen, 15 Uhr mit aufnehmen und habe festgestellt, dass die Aufnahme super rucklig ist, also praktisch jede Sekunde irgendein krasser Aussetzer. Ich habe bis eben dann rumgefummelt, was habe ich gemacht? Grafikkartentreiber, DirectX, Net Framework, Auslagerungsdatei verschoben und noch zig andere Sachen, Prioritäten von dem Aufnahmeprogramm, von Empyrean, viel rumgespielt, natürlich auch Temperaturen, Rechner mal schnell ausgesaugt und so weiter und alles. Ich hoffe, dass es jetzt wieder besser ist. Ich hoffe, dass es wieder so ist, wie es gestern nicht, aber bei der letzten Aufnahme war. Aus diesem Grunde werde ich diese Episode auch wahrscheinlich ein bisschen kürzer machen als die letzten Episoden. Die letzten Episoden waren alle, wenigstens 30 Minuten, kann man sagen, bis zu einer Dreiviertelstunde. Und das wird diesmal ein bisschen kürzer, weil ich halt nicht so wahnsinnig sicher bin. Ich habe zwar Testaufnahmen gemacht, die waren eigentlich in Ordnung, aber irgendwie, und ihr kennt es ja selber, wenn da einem so der Pfurz so ein bisschen quer hängt, dann ist man misstrauisch, ne? Ja, und ich hoffe, dass das jetzt auch sehenswert wird, ne, was ich mache, weil nichts wäre ja schlimmer, als wenn die Qualität halt eben drunter leidet. Und ansonsten, ich bin auch mit meinem Latein dann mehr oder weniger am Ende. Also wenn das jetzt nicht so hinhaut, das, was ich hier gebastelt habe, zusammen mit dem Jan, mit dem Scarfaxer, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Dann muss ich wahrscheinlich auf OBS umsteigen, was qualitativ auch nicht so doll ist. Also, muss man schon genau hingucken. Also OBS ist schon anständig, klar, sonst würden nicht so viele Leute benutzen, aber OBS, soweit ich weiß, ist eher was für Streamer. Man kann es auch zum Aufnehmen, normal wie das hier mit meinem Aufnahmeprogramm, DXStory heißt das, was auch von vielen YouTubern benutzt wird, kann man verwenden. Aber en Detail, also ich habe da Vergleiche gemacht mit Aufnahmen von mir, Subnautica, und Aufnahmen vom Zitterfrost. Hi Frosty, falls du zuhörst, grüß dich. Da gab es schon Unterschiede. Also so, ich sag nur so Unterwasseraufnahmen, da konnte man bei mir weiter gucken und hat dann da, was weiß ich, einen klaren Übergang gehabt vom Dunkelblau ins Hellblau oder sowas, also diese Wasserübergänge, die man hat. Und beim Frosty waren da so Fraktale, das heißt so viereckige Blöcke. Ja, und das fände ich schon toll, wenn ich bei dem Programm bleiben könnte. Ne? So. Gut, wie geht's denn weiter? Zum Beispiel könnte man ja hier mal wieder ein bisschen was mitnehmen. Ja, und ansonsten, was könnte man machen innerhalb von 20 Minuten? Ja, ich kann euch auch mal draußen zeigen. Ich habe ja nach dem letzten Aufzeichnen, Kühlschrank habe ich zum Beispiel umgebaut, der steht jetzt hier. Schmeiße ich einfach alle rein. Ich habe mir schon mal einen neuen Bohrer gebaut, weil mein Alter, der wird bald den Geist aufgeben. Und ich habe ja noch kein Reparaturding ins Kirchen. Ja, habe auch einen Tipp bekommen, das irgendwo, ich glaube, auf einer Basis vom Hessi oder sowas. Also ich habe die nicht gefunden. Also irgendjemand hat hier auch noch so was ich in den letzten Episoden gesucht habe, so ein Repair-Dingens. Habe die Basis aber nicht gefunden, weil überall steht auch ein Schiff unter Umständen dran, dass man den Basisnamen so nicht richtig erkennen kann. Klar, ich könnte es mir über die Entity raussuchen. Muss ich will jetzt hier auch nicht über einen halben Planeten kacheln wegen sowas. Weil im Grunde genommen geht's. Was soll's? Mal hier, war da irgendwas mit Hessi? Ja, Hessis Starter. Könnte hier sein. Moment, abbrechen. Und das wäre doch eigentlich ja nicht so weit weg, weil wir wohnen ja hier. Kriegt ihr nochmal von Hessi? Nee. Hessi. Na, Volvo Standard. Okay. Achso, wir können es uns ja schön machen. Hessis Base. So, das mache ich mir als Wegpunkt. Und dann würde ich sagen, fliegen wir da mal hin, weil da könnte ich ja meinen Krempel, also vor allen Dingen die Rüstung, die ich anhabe, die ist ja komplett runter. Ne? Hier. Könnte ich ja da mal reparieren. Und beim Fliegen könnte ich auch mal gucken, ob es ruckelt. Also danach, in der Aufzeichnung. Beziehung was zu tun. Hier habe ich ein Klett bisschen aufgeräumt. Das alles so ein bisschen schöner hingelegt von der Sache her. Ja. Ansonsten gibt es da nichts weiter zu tun. Klar, Ressourcen sammeln. Wie verrückt, ne? Sollte ich essen? Ich sollte essen, ja. Versucht dann Ratatouille. Obwohl, ich kann mir auch eine Dose machen. Geben. Nahrungswert 128, ja, das haut hin, sind wir fast voll. Ja, dann runter.
Wie ist denn das eigentlich strommäßig? Haut das alles hin? Ja, super voll. Ja, ich hab's auch noch was nachzureichen. Und zwar hier, ich hatte zwei von diesen Kondensatoren. Zwei Stück hatte ich ja hier nebeneinander stehen. Und an und für sich sollte das ja nicht so sein. Habe ich mit meinen Admins gesprochen, die sich da auch gewundert haben. Weil standardmäßig ist es nur einer, den man einsetzen kann. Und das war Tatsache in einer unserer Config-Dateien. Da war irgendeine 0 auf 1 oder irgendeine 1 auf 0, irgendein True zum False oder irgendein False war True, dass man 2, 3, 10, 15 unendlich viele von den Dingern hätte stellen können. Genauso hätte das erlaubt, dass man endlos Waffen an seine Sachen ranbauen, also an seine SVs, CVs und hier Hoover ranbauen könnte. Das haben wir wieder rückgängig gemacht. Also jetzt kann man auch nur noch einen so einen Kollektor stellen, ne? Also was, so wie es eigentlich sein sollte. Das war merkwürdig. Haben wir aber dann doch irgendwie rausgefunden. So, wie ist denn hier die Stromsituation? Haben wir alle dabei? 67%. Ja, das müsste für immer hin und zurück, müsste das eigentlich reichen, oder? 8 Stunden, ja. Fliegen wir mal raus. Obwohl hier auf der Basis selber, kann man von Außensicht machen, hatte ich auch ein bisschen Platte, nicht schießen, gebaut. Einfach aus Langeweile. Also, das hat ja noch nicht mal so den Sinn. Wobei, man hört am auf. ich werde ja irgendwann mir eine Wanne haben. Und die muss ja auch irgendwo stehen, ne? Und ihr könnt mir vorstellen, dass die dann hier so längs steht. Also so in der Richtung, in der jetzt ich gucke, so mehr oder weniger. Wo es dann wird die Luke im Weg sein, weil die Wanne, die ist, ich glaube, 16 oder 20 Blöcke breit. Das heißt, die Wanne wird bis ungefähr hier gehen. Das heißt, ich müsste dann den Ausgang nochmal umbauen. Aber ist ja kein Problem. Umbauen tun wir ja gerne. Ich habe auch hier die Solarpanels ein bisschen an der Seite gestellt. So, dass er ja anständig sozusagen nach Westen und Osten gucken, so mehr oder weniger. Die Basis steht nicht in Richtung Westen und Osten. Aber ich glaube, das ist insofern schon ganz okay. So, mit F6, wo könnte denn hier Hessi Space sein? Ja, mittlerweile so viele Marker da hinten. 6 Kilometer. Fliegen wir mal hin. Bin mal gespannt. Also der Ding, obwohl, ich habe ja ein bisschen Zaskosium, hatte ich ja so gefunden und so andere hochwertige Erze. Vielleicht hätte ich es mir auch selber bauen können, aber vielleicht sollte ich diese wichtigen Erze auch erstmal sparen. Ne? Ja, eine weitere Frage ist, ich bin ja auch langsam so weit, dass ich mal auf den Nachbarplaneten fliegen könnte. Das heißt, ich könnte mir irgendwie was mit Warp, irgendein SV mit Warp kredenzen. Und da stelle ich, also ist nun die Frage, mache ich das, baue ich hier einfach so ein hässliches Ding einfach ran, bob ich da dran, oben ruf, links an der Seite, rechts an der Seite oder sowas. Um einfach irgendein Warp-Schiff zu haben. Guck mal, Alien Tower, kann der was? Warum ist denn der nicht rot? Der wartet, bis wir näher rankommen und schießt erst dann, ne? Kann der was? Hat der eine Tür? Ne, ist anscheinend einfach bloß zum Angucken, so wie das aussieht, ne? Aber auch nice. Okay. Ja, weiter geht's. Warte, die alle gibt. Ja, zurück zum Warp-Dingens. Oder ich besorg mir irgendein Schiff aus dem Katalog. Könnte man ja auch machen, beispielsweise den Transporter, den ich ja so heiß und innig liebe. Ja, den könnte ich ja beispielsweise mir auch craften. Weiß ich alles noch nicht. Das. Also, normalerweise, also wenn wir sonst gestartet sind, hatte man ja auch, was weiß ich, nach 3-4 Tagen hier Zugriff auf 20, 30 Drohnen. Das ist ja jetzt nicht der Fall. Das heißt, man muss ja wirklich alles sich erlaufen, alles sich irgendwie selber erbuddeln. Was das ja doch ein bisschen umständlicher macht. Beziehungsweise man fängt an, sich so vielleicht ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, hey, was veranstaltest du überhaupt mit deinen Ressourcen, ne? Ja, knappe Insel. Da links auch. Oh, ist ja eine süße Insel. Guck mal. Nice. So, Hessi Space. Sind wir ja gleich da. Der Hessi, der hat die Basis wohl auch verlassen. Wer ist jetzt so eine Starduster oder so? Irgendwie? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht genau. Habe ich mir leider nicht gemerkt. Ich krieg im Moment auch so wahnsinnig viele Kommentare auf YouTube. Da bin ich auch dankbar für. Finde ich klasse. Kanal brummt sowieso, seitdem hier die Empyrean-Staffel läuft. Also, finde ich ja wirklich toll. Also, der brummt nicht so, dass man nun davon jetzt, mit dem Geld so rumschmeißen könnte. Ganz und gar nicht. Das reicht
vielleicht für einmal essen gehen. Oder vielleicht für einen kleineren Kinobesuch ohne Popcorn, so mehr oder weniger. Also wenn er denkt, wir YouTuber, wir leben alle in Saus und Braus, naja, vielleicht ab 10.000, 20.000 Abonnenten und was weiß ich, wie viele Klicks am Tag du da brauchst. Aber so weit bin ich noch lange nicht und werde ich vermutlich auch nicht schaffen. Man weiß es nicht. So, Tasche in Hessi Space. Da steht ein dicker Karton. Hodor 1, Starduster. Ich glaube, wir sind in der richtigen Adresse. Starduster, ja. Wolverine. Hier steht warte mal auf deiner Seite. Nee, kick mal hier. Hier haben wir beispielsweise. Hier könnte ich meine Klamotten wechseln. Okay, aber da wird er sicherlich innen drin was haben. Was brummt denn hier so? Was brummt hier? Irgendwas ist hier an. Ja, mein Rechner ist auch lauter. Ne? Ich hätte gedacht, dass es vielleicht ein Thermikproblem ist oder irgendwie sowas. Drinnen alle Lüfter haben also auf volle Pulle gedreht und haben da nicht zurückgestellt. Was ist hier los? Diese Basis läuft alleine im Solarbetrieb. Stellt einfach alle Konstruktoren auf aus. Wenn ihr sie nicht braucht, dann gibt es mit den Pflanzen keine Probleme. Der Schalter unten ist dafür da, um anzuzeigen, ob die Basis frei oder besetzt ist. Wenn ihr die Basis wieder verlasst, hinterlasst sie bitte im Originalzustand für den nächsten. Finde ich sehr gut. Im See gibt es eine XP-Farm. Einfach tauchen und Seetank ernten. Ja, das bringt auch was. So, hier ist, hier können wir unsere Klamotten ausziehen und Klamotten reparieren. Das ist er hier. Sehr gut. Jetzt müssen wir es aber erstmal ausziehen. Okay. Dann können wir uns ja gleich eine neue nehmen. Was ist denn hier los? Oh, so mittlere. Ist das für die Nachwelt gedacht? Bin eigentlich nicht so der Typ, der sich irgendwo etwas nimmt. Auch wenn es dafür gedacht ist, dass man sich das nimmt. Weil ich will es mir alles alleine so ein bisschen besorgen. Bin ja so ein klein bisschen merkwürdig, komisch. Aber das liegt aber auch daran, dass ich das an und für sich so euch ein bisschen vorspielen will, wie man das vielleicht so schaffen könnte. Was haben wir hier? Wow, dem Mann geht's ja gut. Ja, ja alleine schaffen, ne? Also, wäre schon toll. Hat er hier irgendwas, was man ihn brauchen könnte? Gewürze, kriegt man halt auch hier Früchte hängen. Gewürze und Früchte, das ist doch genau das, was man hier für Ratatouille braucht auch, ne? Gewürze und Früchte. Oder nee, Quatsch. Gewürze und Gemüse war das, glaube ich. Aber egal. Wir gucken einfach mal kurz noch weiter. Wo wir schon mal hier sind. Ah, hier eine Konstruktorenecke. Ich glaube, die Texte, die nerven gerade. Okay. Garten waren wir. Jetzt noch weiter hoch. Ja, natürlich. Jetzt raus. Und jetzt aufs Dach, oder? Ja, aufs Solardach. Ja, auch alle super ausgerichtet. Das hier auf der linken Seite ist die Effizienz über den ganzen Tag. Also daran kann man sich so orientieren, wenn man so ein Ding aufstellt, wenn nur eine Lampe brennt, dann kann man davon aussehen, dass das Ding schlecht steht. Dann sollte man vielleicht das in eine andere Himmelsrichtung drehen. Und das ist die aktuelle Leistung. Ne? Ja, hinter einer Wolke. Ne? Das ist jetzt eh ins Minus. Wenn die Wolken nicht da wären, dann müssten die eigentlich auch alle vier Würfelchen ansehen hier. Ja. Nice. Ja, können wir eigentlich springen, brauchen wir nicht mal hindurch. Riskant, denke ich. Hätte man ein Jetpack auch anhaben können. Tudum, tudum, tudum. Dann wieder zurück zum Ming. Und kick mal hier, das Ding ist ja auch fast kaputt. Haben wir hier irgendwie einen Reparaturstein oder so? In greifbarer Nähe? Ne, sieht nicht so aus. Müssen wir selber machen. Okay. Kein Problem. Ja, das ist durch mein schreckliches Landen, ne? Obwohl, das hier, ich hatte auch mal so von der Seite bekommen, oben auf dem Mond so ein bisschen. Um sowas muss man sich auch ein bisschen kümmern. So, wieder eher eine Fläche, alles gut. Sonst noch irgendwas? Ja, Farbpistole, Texturpistole sollte ich mir auch besorgen, weil das Ding kann ja eigentlich nicht so bleiben. Das sieht ja schrecklich aus, ne? No. Achso, Cockpit selber. Okay. Aber es reicht nun mal aus und darum ging's ja, ne? So, Heimreise. Wir sind, glaube ich, aus der Richtung ungefähr gekommen, oder? Stimmt das? Da. Da lang. Guck mal, hier auch ein kleiner, schöner Teich. Mitten im Wald. Ja, auch so schöne Gebiete, wo man seine Basis dann rüberbauen kann mit einem, obwohl ist ein etwas größerer Teich, okay. So was stehe ich ja auch. Na, mal sehen, bin ja auch gespannt, was mich auf Dalo Prime erwartet. Wie schön oder wie schlecht der Planet ist. Hab ich ja noch gar keine Ahnung.
Luft 0? Wieso ist hier Luft 0? Ich hab doch Luft in dem Schiff drin. Aber der pumptet ja nicht automatisch in die Jacke, ne? Das heißt, ich muss die Jacke wieder... Moment! Jetzt habe ich die nicht angezogen, oder? Habe ich... Nee, habe ich nicht angezogen. Aber eine Anziehstation habe ich zu Hause. Also das ist kein Problem. Tja, also ich hoffe, dass diese Aufnahme was wird, dass ich mir mein System nicht komplett umstimmen muss. Weil das Einzige, was jetzt noch mehr oder weniger bleibt, ist Windows komplett neu aufsetzen. Also ich vermute, dass denn da das Problem liegt. Ansonsten wüsste ich nicht, was ich noch machen könnte, um die Aufnahme wieder butterweich zu kriegen. Naja, nicht butterweich, aber halt eben anständig. Ne? So wie es halt die letzten Episoden waren. Das wäre doch schon toll. Ist da rechts wieder der Turm? Der da so leuchtet? Ja. Alien Tower. Auch ein schöner Teich. Na, im Dunkeln, ja, sieht man ein bisschen wenig, ist klar. Hier gleich rüber. Wie sieht es denn überhaupt ressourcenmäßig hier aus? Ne? Ist eigentlich noch alles da? Okay. Mal ein bisschen Eisen oder so. Na, erstmal Rüstung anziehen. Mal ohne Rüstung dahin. Da sind doch Probleme vorprogrammiert. Und eigentlich wollte ich jetzt so eigentlich wollte ich heute in diesen POI reingehen. Also ich wollte mir schöne Waffen machen, wollte mir ordentlich Munition machen und wollte in den POI rein. Der da hinten irgendwo ist. Wollte mir mal angucken. Aber, ja, wie gesagt, das dauert länger. Ich rechne schwer damit, dass ich 1 bis 35 Mal sterben werde. Und da hätte ich gerne ein bisschen mehr Zeit. Hey. Und vor allen Dingen halt auch ein System, auf was ich mich verlassen kann. Und das ist ja im Moment ein bisschen kritisch. Der Kadaverschreck, guten Abend. So, sind wir gelandet? Ich nehme es mal schwer an. Im Strampler hier. So, kannst du wegpacken. Was fehlt denn da unten auf Position 4? Da war doch eigentlich was. Ja, der Bohrer, stimmt. Den hatte ich ja nun auch repariert. Dann kann ich einen Bohrer als Reserve hier ablegen. So, jetzt... mir eine Kutte wieder anziehen. Ganz wichtig. Zack. Hier rein. Sehr schön. Helm können wir abnehmen. Brauchen wir ja nicht. Wir haben auch wieder anständig Luft drin. Ne? Jo. Tor zu. Wie ist die Luftsituation jetzt hier drin? War da noch genug? 51%. Ich glaube, ich habe auch noch ein paar Luftpullen in der Tasche. Also könnte ich hier auch auffüllen, sagte ich. Ah, müssen 50% sein, weil so eine Pulle macht 50% und man kann keine 101% hier drin ballern, nehme ich an. Ich glaube, so ist der Deal. Chat, ne? Zack. Müssen ja nicht unbedingt zuhören. Und ich finde, das nervt doch so ein bisschen, wenn hier links auf der linken Seite mal Text ist. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. Das wissen ja die Stammzuhörer so ein wenig. So, Garten... wird noch dauern. Ja, gut. Ihr merkt es ja selber. Ich bin irgendwie ein bisschen gerade wackelig auf der Beine. Weil wie gesagt, so ein kranker Computer oder wenn irgendwas nicht hinhaut, das ist ja wie ein krankes Kind. Nicht ganz so drastisch, natürlich klar, das ist sehr überzogen. Aber das nervt. Ne? Und bevor ich nicht weiß, dass das alt 100%ig läuft, wird es doch ich sag mal 40 Minuten Episoden mehr geben. Hier drinnen habe ich übrigens auch ein bisschen umgebaut. Seht ihr die Türen? So ein bisschen nach außen gepeult, dass ein bisschen mehr Platz da ist. Deswegen ist der Kühlschrank auch weg. Weil der Kühlschrank stand ja hier, das sah dann doof aus, deswegen ist er runtergewandert. Ja, ich mach Feierabend. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Drückt mir die Daumen, dass alles gut läuft. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Daumen hoch wäre super, klasse. Und wenn ihr Fragen habt, Ideen oder Kritik, benutzt den Kommentarbereich oder kommt in meinem Forum vorbei. www.daloriot.de. Ansonsten einen wunderschönen Tag für euch.